Herzlich willkommen zu Steilvorlage, der Sportpodcast von rund um Nürnberg mit Dirk Feustel. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zur 9. Folge der Steilvorlage, dem Sportpodcast von rund um Nürnberg. Und heute ist meine Gästin, darf man jetzt offiziell sagen, laut Duden, soweit ich weiß zumindest, eine, die eigentlich normal das macht, was ich mache, nämlich Fragen stellen oder Ansagen. Heute Rollentausch. Das ist Julia Bügler, Sportreporterin vom BR oder beim BR. Und ich freue mich, dass du da bist. Die erste Frage, die ich an dich habe, ungewohnte Situation, heute musst du Fragen beantworten. Fürchtest du dich schon oder easygoing? Fürchterlich, ich sag's dir ganz ehrlich. Normalerweise stell tatsächlich lieber ich die Fragen. Schauen wir mal, ob du es heute durchhältst oder ob sich's wieder umdreht. Aber ich freue mich, dass ich hier eingeladen bin und du musst jetzt nicht anfangen zu gendern. Sag einfach Gast. Tatsächlich bemühe ich mich, das zu tun aus Fairnessgründen. Wenn zum Beispiel jemand im Zusammenhang mit einem Spiel sagt, da kommen Zuschauer, dann denke ich mir, es sind ja auch Frauen da. Also das ist so für mich jetzt nichts Politisches, sondern sowas Faires, aber ich denke jetzt auch nicht bei jedem Wort drüber nach, wie es dann in der korrekten Form ist. Ich bemühe mich halt, das zu machen, aber ich bin da völlig kulant, wenn das andere nicht machen. Ich denke, das ist dann auch in Ordnung. Wenn ich mich richtig erinnere, hattest du Tagesthemendienst, das machst du auch, du moderierst bei den Tagesthemen Sportblog, als das Super Bowl-Finale war. Ja, richtig. Und ihr habt euch da was ausgedacht. Ingo Zamparoni hat, glaube ich, die Sendung moderiert und ja, du eben den Sport. Und ihr habt durch das Studio quer den Football, das Ei, einmal geworfen. Richtig. Ich meine, Ingo hat ein paar Jahre, glaube ich, in den USA gelebt. Der kann das. Hast du schon mal so ein Ding in der Hand gehabt? Und warst du da aufgeregt? Also das war echt eine Idee, die wir irgendwie am Abend vorher, hatten wir am Samstag auch schon Sendung und dann habe ich zum Ingo gesagt, hey, hast du nicht so ein Football daheim, weil sein Schwiegervater ist ja Amerikaner und er selber war ja auch jahrelang Corry und dann sagt er, ja, er muss mal schauen, aber er hat irgendeinen bestimmt im Keller, ich so, bring mal mit, vielleicht können wir das ja morgen machen und irgendwie fand man dann beide die Idee ganz super. Der CVD der Sendung war erstmal nicht so begeistert und meinte, er möchte es jetzt erstmal sehen, ob wir das auch können, weil in der Tat, ich weiß gar nicht, was schwieriger ist, werfen oder fangen. Aber er hat ganz schön scharf geworfen, das habe ich danach auch zu ihm gesagt. Andererseits musst du es ja auch dem Ball so ein bisschen Spin geben, weil sonst eiert er ja rum. Ja, es war schon schwierig zu fangen und gleichzeitig sich zu überlegen, was man eigentlich sagen wollte. Aber irgendwie war es eine coole Nummer und zum Glück, kann ich ja jetzt sagen, hat er nur in der Probe fast eine Lampe abgeschossen. Also ihr habt es geübt auf jeden ja. Fall, sicher ist sicher. Und trotzdem bleibt, und das wäre so der erste Punkt eigentlich, auf den ich raus will, die Live-Situation. Wenn es dann in der Sendung schief geht, dann kann man nicht sagen, so, wir machen es nochmal, wie in der Probe eben. Sondern dann muss man es irgendwie auffangen. Das ist ja schon eine spezielle Situation einfach, das Live. Und das ist aber eines deiner großen Bausteine. Du machst sehr viel live. Du warst zum Beispiel bei der nordischen Ski-WM in Oberstdorf jetzt Tagesthemen. Machst auch Live-Schalten für die Sportformate beim BR oder für die ARD, auch im Radio. Was ist das Besondere am Live für dich? Ja, das Besondere ist einfach, dass es so eine Situation ist, wo du weißt, jetzt kommt genau auf diesen Punkt an, im vergleichbar wie im Sport. Ja, da hast du ja auch dann nur die eine Chance zum Tor oder ich habe Volleyball gespielt, halt die eine Chance zum Angriff. Und da habe ich so das Gefühl, konzentrierst du dich automatisch mehr, wie wenn es nur aufgezeichnet ist. Das stelle ich immer wieder fest. Bei Aufzeichnungen, dann verspricht man sich, dann denkt man, nee, da die Betonung war nicht optimal, das würde ich nochmal machen. Das kannst du halt bei Live alles nicht machen. Und ja, wenn es klappt, ist super. Wenn es nicht klappt, dann ärgere ich mich schon richtig. Das finde ich auch. Ich gebe dir recht, wenn du einen Aufsager machst, egal ob jetzt für ein Radioformat oder für Fernsehen, wenn das aufgezeichnet ist, machst du es irgendwie 15 Mal. Ja.
ah, jetzt und da hinten raus nochmal mit der Stimme hoch und so. Und wenn aber das rote Lämpchen halt läuft und das direkt rausgeht, ist der Fokus ein anderer. Also ich finde auch, das ist tatsächlich ein krasser Unterschied und man ist automatisch, hat eine ganz andere, ja, Fokussierung, ganz andere Konzentration. Geht's dir auch so? So geht's mir auch, wobei ich finde, Vorbereitung ist da wirklich mehr als die halbe Miete. Und wenn man sich gut vorbereitet hat, dann verringert sich auch die Aufregung. Und natürlich gewinnt man auch mit Erfahrung dann die Sicherheit. Und ja, jetzt ist es irgendwie so ein Zustand, den ich echt sehr gern mag. Ist die Vorbereitung quasi reines Lernen oder ist das auch Notiz, dass du immer auch in der Live-Situation den Zettel dabei hast, auf den du zur Not draufschauen kannst? Oder sagst du quasi, mir reicht es, wenn ich mir das vorher anschaue und vielleicht schon aufschreibe, aber ich brauche dann während der Sendung den Zettel gar nicht mehr, weil ich habe es mir schon erarbeitet sozusagen? Also es war ein jahrelanger Prozess. Ehrlich gesagt schreibe ich es mir immer auf und zwar per Hand. Zum Beispiel, das ist auch ein super Trick im Wintersport. Da versagen nämlich sämtliche Kulis wegen der Kälte. Deswegen schreibe ich mir das da mit Bleistift auf einen Zettel. Und mittlerweile kann ich den Zettel zusammenlegen und in meine Hosentasche stecken. Aber ich weiß halt, zur Not könnte ich ihn da noch rausziehen. Finde ich spannend. Ich zum Beispiel gehe auch eher so rein, dass ich den gar nicht dabei habe. Irgendwie, ich mache das lieber frei. Mhm. Aber es gibt natürlich schon Situationen, wo du sagst, boah, verdammt. Wie war jetzt die Zahl? Und die ist dann plötzlich nicht im Kopf. Und wenn du das halt dann nicht parat hast, den Zettel irgendwie mal schnell rauszuziehen, gut, dann muss man halt eine Brücke bauen, rhetorisch irgendwie. Aber auch das ist dann live. Was ich auch immer so ein Drahtseilakt finde und Zuhörende finden das vielleicht ganz komisch. Ich mache das FCN-Fanradio und letzte Woche hatten die in Aue gespielt. Da war die Situation, dass der eingewechselte Robin Hack das Tor gemacht hat. Und als sozusagen sich das Tor anbahnte, ich habe schon gesehen, dass das nicht der Mats Möller-Deli war, aber ich habe es trotzdem gesagt, ja, weil ich das schwer finde, das alles in einer Sekunde, auch das ist live, Wahrnehmung, irgendwie checken, ah, da ist was falsch, es trotzdem gleichzeitig sagen und dann vielleicht doch korrigieren müssen. Also das ist ja ein unglaublich komplexer Prozess, der sozusagen komplett zeitgleich stattfindet. Das ist schon schwierig und ich habe die ganze Zeit gesagt, da, Möller-Deli läuft an. Und als in dem Moment, wo dann der Schuss kam und das Ding Richtung Tor, dann dachte ich, nein, der ist zwar auch blond, aber das ist der Hack. Ja? Also das finde ich auch sehr, sehr schwer, dass das alles in diesem im Bruchteil einer Sekunde stattfinden muss, sozusagen. Ja. Aber ich finde ehrlich, man muss sich einfach frei davon machen, dass man absolut 1000-prozentig perfekt sein muss. Jeder macht Fehler und im besten Fall merkt man diesen Fehler selbst und kann ihn dann auch noch korrigieren. Aber ja, jedem, dem das noch nie passiert ist, der soll einen Stein werfen. Also ich habe auch schon Fehler gemacht. Und klar ärgert man sich selber dann darüber am meisten, aber so ist es nun mal. Ist dir ein Fehler auch mal richtig um die Ohren geflogen? Also wo es mal richtig auch von außen was gab? Jetzt nicht intern, der Planer oder Chef, sondern wo es wirklich eine Reaktion von außen gab. Gab es das mal? Kam dir das mal vor? Oder war das hoffentlich noch nicht der Fall? Also das Allerpeinlichste ist mir heute noch peinlich, werde jetzt wahrscheinlich gleich rot, wenn ich es erzähle, ist schon jahrelang her, deswegen kann ich jetzt drüber sprechen. Das war beim Empfang von Hanna Stockbauer, die Schwimmerin in Erlangen, habe ich einen Beitrag darüber gemacht fürs Radio und hab den eingesprochen und dachte mir irgendwie beim Einsprechen, irgendwie klingt's irgendwie komisch, aber es musste schnell raus, es war schon zu spät, es musste bis 16 Uhr da sein. Dem Techniker, der damals im Ü-Wagen war, der hat auch nichts gesagt. Und dann so eine Stunde später klingelt mein Handy, war der CVD in München dran, lacht sich halb tot am Telefon und meint so, ich habe dir immer richtig, auf Deutsch gesagt, den Hintern gerettet. kannst du mir noch mal sagen, wie die deutschen Nationalfarben sind? Ich so, wie die deutschen Nationalfarben? Ja, schwarz, rot, gold. Er so, ja, warum hast du es denn dann nicht gesagt? Du hast in einem Stück rot, schwarz, gold, ne? Fähnchen. Die Zuschauer winkten mit rot, schwarz, goldenen Fähnchen. Aber ich hatte es irgendwie so eingesprochen, dass er
das rausschneiden konnte und in die richtige Reihenfolge gesetzt hat und nochmal in unser Überspielsystem gestellt hat mit dem Vermerk Korrektur. Ich bin ihm bis heute dankbar dafür. Das ist der Vorteil des Radios beim Fernsehen. Ja. Das geht beim Fernsehen auch. Man kann Tonschnitt machen, aber da muss man irgendwas noch mit dem Bild operieren, denn sonst würde das springen. Da hätte man einfach eine Deutschlandfahne drüber gelegt. Und da ist ja auch, das war... Jetzt weiß ich nicht mehr, wir hatten vorhin die Tagesthemen. Also der Fehler ging ja auch durch die Medien, als da mal bei einem Länderspiel die Deutschlandfahne mit einer falschen Farbreihenfolge war. Ich weiß bloß nicht mehr, ob das irgendwie Sat.1 oder Tagesthemen. Aber das ist auch anderen passiert. Also von daher, du bist in prominenter Gesellschaft. Machst du dir da vorab drüber Gedanken, dass Fehler passieren können? Oder bist du auch mittlerweile einfach lang genug dabei, um das zu wissen? Und so wie du eben sagst, das ist halt so, jeder Mensch kann Fehler machen, mir kann es genauso passieren wie jedem anderen, in jedem anderen Beruf auch. Nee, es gehört einfach dazu. Natürlich ärgere ich mich selbst. Ich habe irgendwann mal gesagt, 1-0 unentschieden. Ja, also natürlich, also es ist ja völlig klar, dass es nicht sein kann. Aber da sagt dir vielleicht jemand gerade was aufs Ohr oder du bist irgendwie abgelenkt. Und ja, solche Fehler passieren einfach. Und naja, ich brauche dann schon einen Tag. Aber dann habe ich es verarbeitet, dann gehe ich eine Runde joggen und erzähle es 700 Mal meinem Mann und dann kennst du sowas wie, ich weiß nicht, ob du das machst, ich mache das zum Beispiel, nicht immer, aber relativ häufig, ich höre meine Sachen nachher ab oder schaue sie mir an, ja, wenn ich auch das immer. File habe. Und kennst du den Moment des Eigenrotwerdens sozusagen, wenn du irgendwas von dir hörst? Also nicht die eigene Stimme, das ist manchmal komisch sogar, aber da gewöhnt man sich schon dran. Aber eben, wenn eine komische Formulierung passiert und denkst, boah, das haben jetzt alle gehört. Ja? Und kennst du das auch? Ich guck's mir an und ehrlich gesagt, ich finde ja immer irgendwas, was noch hätte besser sein können, aber... Tja... Life is life, das ist dann halt so. Und damit muss man leben können. Und ich finde, in unserem Beruf kann man ja auch gut damit leben. Ne? Schlimmer hat es ein Arzt, der dann sich denkt, der Schnitt ist jetzt schief. Dann bleibt er halt auch schief. Und ich denke auch, ich meine, Sport ist noch immer Sport. Also auch da, ne? Wir wollen natürlich genau sein, korrekt, Fakten und so weiter. Aber wie du sagst, am Ende sind wir keine Ärzte, ja, wo ein Leben dran hängt, wenn wir jetzt mal einen Zahlendreher oder einen Flaggendreher haben, ja, kann ja vorkommen. Es gibt den oder die Reporter, den Reporter, die Reporterin hinter der Kamera oder prinzipiell nicht zu sehen ist, weil er vielleicht auch in einer Zeitung arbeitet. Und dann gibt's diejenigen wie dich, die eben auch mit dem Gesicht vor der Kamera stehen. Ich sage jetzt einfach mal, so ein gewisses Rampensaugehen muss man das dann haben. Also hattest du das schon immer? Du sagst, ich will auch, dass ich da zu sehen bin. Oder kam das auch so mit der Zeit irgendwie? Also es kam eigentlich mit der Zeit, weil ich habe zwar nach meinem Abi ein Volontariat gemacht beim Fernsehen, bin da aber alle Bereiche durchlaufen. Also habe da auch Berichte gemacht, und eher weniger moderiert und bin dann irgendwie beim Radio gelandet. Ich war dann jahrelang bei Radio Energy, habe da Nachrichten gemacht und dann bin ich irgendwie zum BR gekommen und war da aber auch ehrlich gesagt erst jahrelang beim Radio und ich liebe auch Radio nach wie vor noch. Und ich glaube, es ist schon so ein Unterschied, also wenn du irgendwie was zu sagen hast und das gerne machen möchtest, im Vergleich dazu, keine Ahnung, irgendwie Model zu sein und deinen Körper da zur Schau zu stellen oder dein Gesicht. Also das war eigentlich nie meine Intention. Ich wollte schon und will auch eigentlich Inhalte vermitteln und preisgeben. Aber natürlich, es gibt so einen Spruch, 70% Bild, 30% Text. Ja, schade, weil ich finde den Text total wichtig und hör das auch. Wenn jemand sich Mühe gibt und andere Verben verwendet oder sich, keine Ahnung, so spitzfindige Anmoderationen, die in sich schlüssig sind, das finde ich einfach schön, weil ich einfach auch Sprache liebe. Und die ist natürlich beim Radio, hat die mehr Bedeutung, weil man da ja nichts sieht. Das stimmt, das ist richtig. Geht mir auch so, also ich versuche es zumindest mir auch so gut, wie es geht, Mühe zu geben. Manchmal muss alles schnell gehen. Ja. Wobei es kein Nachteil. Manchmal ist man ja da... Das ist richtig, das stimmt auch. Noch das schneller auf den Punkt und vielleicht sogar kreativer, das ist wenn alles durcheinander geht. Ja,
Aber der Satzbau wird schon einfacher. Ne? Also das hat aber noch nichts mit Kreativität zu tun. Das ist richtig, da fallen einem dann vielleicht tolle Vergleiche ein oder Spontanes. Aber der Satzbau ist deutlich einfacher, wenn man keine Zeit hat. Bei den Sportarten, um die du dich kümmerst, ist ja eigentlich alles dabei. Also Fußball ist dabei. Du bist ja hier eben in der Region tätig. Du bist beim Club genauso schätzig wie beim Kleeblatt auch. Du bist beim Handball, wenn man dahin darf, außerhalb der Corona-Pandemie. Ja. Sozusagen. Du machst ja alle Sportarten, Wintersport haben wir angedeutet. Gibt es einen Bereich, den du besonders gern machst? Oder sagst du, wurscht, Hauptsache Sport? Also ich selber habe ja Volleyball gespielt und aktuell versuche ich mich im Tennis, wobei das eine große Herausforderung ist, weil ich eigentlich echt eher so der Teamsportler bin. Es macht mich beim Tennis verrückt, wenn nur ich dafür verantwortlich bin, dass es jetzt nicht klappt. Wenn es klappt, ist es natürlich schön, wenn man nur sich selbst das zuschreiben kann, aber ich finde es einfach wahnsinnig, was Sportler wirklich leisten, egal was sie machen, ob das jetzt beim Langlauf ist oder beim Handball oder beim Fußball oder beim Triathlon. Also das flasht mich jedes Mal in Rot, was die ja alle leisten, um diesen Sport ausüben zu können. Und von daher kann ich gar nicht sagen, das ist meine Lieblingssportart. Ich finde es Wahnsinn, wie groß der Unterschied ist. Im Punkto Verdienst, was die Fußballer verdienen im Vergleich zu den Triathleten oder den Handballern oder auch den Wintersportlern, da würde ich mir ein bisschen mehr Gerechtigkeit wünschen. Aber ansonsten finde ich es einfach toll, wenn man seinen Sport zum Beruf macht. Und bei mir hat es nicht geklappt, deswegen muss ich jetzt drüber berichten. Wenn du normalerweise Fragen stellst, heute musst du antworten, aber wenn du Fragen stellst, muss man ja auch ein bisschen was wissen. Und wenn man sozusagen über so viele verschiedene Sportarten was wissen muss, wie bereitest du dich vor? Man muss sich ja doch überall ein bisschen im Regelwerk auskennen, überall so ein bisschen sportarttypische Bewegungen wissen, vielleicht Verletzungsmuster wissen, Menschen kennen. Ja, wenn man irgendwie mit dem Kamerateam unterwegs, muss man sagen, da auf der Tribüne machen wir mal dieses oder jenes Schnittbild, da sitzt der und der. Dann sagt der Kameramann, kenne ich nicht, weiß gar nicht, wer das ist. Du musst die ja irgendwie alle auf der Pfanne haben. Vieles passiert natürlich über die Jahre so en passant, wenn man sich selber in den Medien umguckt und so weiter. Das ist ja jetzt nicht, dass man da mal fokussiert irgendwas jetzt inhaltlich wählst, so passiert automatisch. Trotzdem gibt es Dinge, mit denen du dich dann wirklich auch mal bewusst befasst, wo du sagst, okay, das muss ich jetzt mal machen in Vorbereitung auf dieses oder jenes Halbfinale oder so? Also auf jeden Fall. Eigentlich ist es bei jedem Einsatz so, ne? Auch wenn du deine Moderationen schreibst, gerade im Fußball, da ist ja jede Woche irgendwie was Neues. Oder wenn ich jetzt zur nordischen Ski-WM gefahren bin, dann das gehört einfach zur Vorbereitung dazu. Und ich glaube, das macht man dann automatisch, weil dieser Prozess hört ja nie auf. Also es ist ja nicht so, dass ich jetzt dahin fahre und dann denke mir, ach, ich muss mich am Tag vorher noch vorbereiten, sondern mich interessiert's einfach und dann dank Handy hat man ja auch fast überall Zugang und dann, das ist einfach wahnsinnig viel so angelesenes Wissen oder was du dann eigentlich nur noch so ein bisschen updaten musst. Also da sind natürlich die schnellen Medien, Internet, wenn ich an früher denke, das war schon komplexer, die Vorbereitung. Ja, auf jeden Fall. Und jetzt kannst du nochmal schnell vom Startschuss, kannst du nochmal schnell googeln. Also das funktioniert nochmal, ist die Quelle gut und so weiter. Aber ich meine idealerweise, ja, ne, zum Beispiel jetzt bei der nordischen Ski-WM war ja Miriam Neureuther quasi meine Expertin. Das ist natürlich super, weil da hast du ja direkt einen Ansprechpartner und die weiß halt so viel. Das ist ein unschätzbarer Vorteil, ja. Das bringt mich zu einer Frage, wie schätzt du, also du hast schon gesagt, das ist toll, was die wissen, die Frage ist auch immer, kommt das noch rüber? Es gibt ja für jede Sportart Experten, ich finde das sehr wertvoll, gerade bei Sportarten, die jetzt nicht so der breiten Masse bekannt sind. Beim Fußball geht's halt oft, bleibt's halt irgendwie oft oberflächlich. Wie empfindest du dieses ganze Expertentum? Ja, ich finde, dass da große Unterschiede gibt zwischen den Experten. Ich meine, die Leute wollen immer Innenansichten oder Einsichten. Das ist natürlich schwierig, weil gerade jetzt mit Corona ist es noch schwieriger geworden, dass man da wirklich mal hinter die Kulissen von so einem Verein schauen kann, muss ich dir ja nicht erzählen. Aber wenn du nie ein Training siehst und die Spieler immer nur online auf irgendwelchen Pressekonferenzen
ist natürlich schwer. Die Experten jetzt im Fußball, denke ich, natürlich sehen die ganz andere Dinge, ne? Oder wissen vielleicht auch, warum jemand jetzt so handelt oder so. Also von daher finde ich schon, dass so ein Experte immer einem nochmal einen anderen Einblick oder einen anderen Draufblick geben kann, aber ja, mein Lieblingsexperte aktuell ist Bastian Schweinsteiger. Das finde ich, das macht er super. Jetzt bin ich gespannt. Bei der EM hat die ARD ja noch jede Menge andere Experten verpflichtet. Also ich finde, so ein bisschen ist es auch Entertainment. So wie Mehmet Scholl das gemacht hat, fand ich auch einfach nett zum Zuschauen und Zuhören. Und man muss schon ehrlich sagen, will man es immer so ganz genau detailliert taktisch erklärt haben oder will man sich nicht einfach auch unterhalten lassen? Also ich bin eher so ein Entertainment-Freund auch. Aber definitiv so oder so ein Mehrwert, also finde ich auch, ja. Und dann ist auch ein bisschen persönlicher Geschmack, findet man den besser, die besser oder sowas. Aber ich finde auch, dass das schon ein Mehrwert ist. Ich habe noch eine Frage zu den ganz vielen Gesprächspartnern, die da über die Jahre zusammenkommen. Ich habe vor kurzem mit deinem Kollegen oder von deinem Kollegen Christoph Nahr auch beim BR ein Interview gehört. Da hat er gesagt, irgendwie, ja, also das ist ja ganz unterschiedlich für ihn. Gibt es so O-Ton-Partner, die findet er irgendwie langweilig, Spieler, Trainer. Mhm. Und dann gibt es welche, die sind herausfordernd. Da hat er den Hans Meyer genannt. Ja, ja. Mit dem hattest du auch zu tun, ich übrigens auch. Gefährliches Terrain, muss immer hochkonzentriert sein. Genau, herausfordernd. Wie geht es dir? Hast du sozusagen ein Gut, ein Schlecht auf der Kette, wo du sagst, boah ey, mit dem bitte nie wieder oder mit der und den wiederum oder die wiederum fand ich genial, das hat auch Spaß gemacht wie so Ping-Pong. Also ich fand, Hans Meyer ist tatsächlich eine Herausforderung, aber sowas macht mir auch Spaß. Also ich finde es langweilig, wenn jemand nur Standardantworten gibt. Aber dann ist natürlich auch deine Aufgabe, dass du das schnell checkst und vielleicht andere Fragen stellst. Aber wenn jemand halt überhaupt nichts preisgeben will, dann ist es halt schwierig. So ein Interview lebt ja auch davon, dass der andere irgendwie mal was Spezielles sagt oder anders reagiert. Aber es ist schwieriger geworden, weil ich so das Gefühl habe, dass gerade so die jüngeren Fußballer da auch von ihren Beratern eingenordet werden und Medientrainings bekommen. Und deswegen Thomas Müller zu interviewen, finde ich auch immer höchst spannend. Kann natürlich sein, dass der einem da auch mal eine Antwort hinlatzt, die man nicht so hören möchte, aber das gehört halt dazu. Und dann finde ich es trotzdem so ein Interview hörenswerter als so ein langweiliges, wo im Prinzip nichts gesagt wird. Berühmt-berüchtigt sollen ja auch Kloppo-Interviews sein, habe man auch hin und wieder gehört. Habe ich noch keine Erfahrung. Thomas Müller, ja, also auch nicht ganz so einfach. Machen wir da vielleicht auch manchmal Fehler als Reporter und Reporterinnen, dass wir wirklich auch manchmal eine blöde Frage stellen? Ja, glaube ich schon. Also wir haben bei der Nationalmannschaft so eine Rubrik kurz gefragt. Das habe ich so ein bisschen das Gefühl, das wollen immer die Pressesprecher gar nicht so gerne. Aber den Spielern macht es dann eigentlich schon Spaß, ne, wenn man so am Ende von dem sportlichen Interview jetzt noch mal paar Fragen, was weiß ich, an Manuel Neuer, Starnberger See oder Tegernsee, Schupfnudeln oder Kaiserschmarrn und so Zeug. Und ich finde, da kann man mit ganz wenigen Mitteln trotzdem so eine neue Seite von einem Sportler kennenlernen. Und auch wenn jetzt irgendwie die Mega-Fußballfans sagen, ist ihnen völlig wurscht, was der Neuer zum Frühstück ist. Ich finde, dass es ihn irgendwie ein bisschen menschlicher macht. Und gibt es da Unterschiede zwischen Fußball, du hast es gesagt, das Fußball ist ein orchestriertes Produkt. Ja? Mhm. Da ist ganz viel, da sind Pressesprecher, gibt es Medienseminare, also das ist sehr, sehr detailliert ausgemacht, kann man schon offen sagen, denke ich, wissen auch viele. In anderen Sporten ist es alles noch ein bisschen spontaner auch, da sagen die Pressesprecher, ich gebe dir die Nummer, ruf da direkt an, mach das mit denen selber aus. Stellst du diese Sportartunterschiede fest, dass das eben beim Fußball so ist und bei anderen Sportarten anders? Ja, auf jeden Fall. Also im Triathlon habe ich von allen wichtigen Athleten die Nummer, die kannst du anrufen. Die freuen sich sogar, wenn du dich
dich dafür interessierst. Und die haben ja auch Interesse daran, dass ihre Sportart richtig dargestellt wird. Und die wollen ja auch, dass die Leute Infos über sie erfahren, wie sie sich jetzt vorbereitet haben, was das Besondere ist an dem Wettkampf, was es Neues gibt und so. Im Fußball finde ich das schon schwierig. Also eigentlich ist das der schwierigste Bereich. Im Wintersport ist es auch ganz anders. Also da macht es natürlich eigentlich schon viel mehr Spaß, weil du auch das Gefühl hast, dass diese Arbeit von dir willkommener ist, sage ich jetzt mal. Und weil es im Fußball so ist, wie es ist, bist du genau da besonders aktiv, nämlich bei der Nationalmannschaft. Was ist da deine Aufgabe? Du gehörst da zu der Gruppe von Reporter und Reporterinnen, die sozusagen zum Nationalmannschaftsteam gehören. Genau. Journalistisch. Bist du da immer dabei? Und was machst du da? Also wir sind da ein großes Team und ist auch aufgeteilt, weil natürlich, wenn die Nationalmannschaft spielt, seit dem WM-Titel hat sich das alles potenziert, ist das Interesse riesengroß. Und ich bin bei der Nationalmannschaft zuständig für die Radioberichterstattung, also im Vorfeld und im Nachgang. Und dann gibt's nochmal wirklich die Kommentatoren oder Kommentatorinnen, die quasi die Spiele live kommentieren. Das mache ich nicht. Ich mache halt vorher Interviews, Berichte, Updates, kurze Live-Tupfer, Schalten und so Zeug. Und jetzt natürlich Riesen-Highlight, wenn die am 10. Juni, ist es glaube ich, nach Herzogenaurach kommen, quasi hier in unsere Gegend, ist natürlich schon ein Highlight. Wobei ich gespannt bin, wie sich das alles dann darstellt, auch die Medienarbeit, weil sich das ja durch Corona schon alles verändert hat. Reden wir gleich noch drüber, ist auch eben immer noch die Frage, was passiert mit der Europameisterschaft, wie findet die statt mit Zuschauenden, wo und so weiter. Ist ja einiges noch offen, wobei sich schon jetzt verdichtet, aber wir wissen es nicht. Ne? Es ist ja alles unter dem Corona-Einfluss, kann sich ja von heute und auf morgen was ändern. Live-Reportage, hast du ja angesprochen, du bist Reporterin da, aber die sozusagen Spiel live kommentieren, würde ich das auch mal reizen. Warum ist es das nicht geworden? Gibt jetzt auch bei der ARD-Schlusskonferenz, also beim BR heißt es heute im Stadion die Fußballshow, in den anderen ARD-Radioanstalten heißt es ein bisschen anders. Würde dich das auch interessieren? Hat dich das interessiert? Oder sagst du, nee, ich bin lieber als Reporterin da unterwegs, mach dann die O-Töne nach dem Spiel oder auch mal O-Töne mit Zuschauern, Fans. Wird ja auch eingespielt immer wieder, diese Fanumfragen während der Spiele. Also ich finde, dass das ein komplett anderer Beruf ist, dieses Live-Kommentieren. Und eigentlich Voraussetzung für mich ist, dass man diese Sportart auch wirklich selber gemacht hat. Weil ich glaube, wenn man selber nie Fußball gespielt hat, ist es wahnsinnig schwierig, genau das dann, und du musst ja das quasi schon so Art vorhersehen, ja, der läuft jetzt dann nach links, fürs Radio ist noch komplizierter, das dann auch noch alles in Worte zu fassen. Und von daher hatte ich eigentlich nie das Bedürfnis. Ich habe schon immer lieber Fragen gestellt und auch so ein bisschen andere Fragen und vielleicht menschlichere Fragen und buntere Fragen, so ein bisschen mehr Entertainment. Aber dieses Live-Kommentieren, das wollte ich eigentlich nie machen und will es eigentlich heute auch nicht machen. Also ich kann sagen, hat zwar einen Reiz, aber ja, es ist nicht ganz einfach und ich habe Fußball gespielt, insofern, das fällt mir tatsächlich etwas leichter im Vergleich zum Beispiel zu Basketball oder Handball, was ich auch schon gemacht habe, das habe ich nämlich nicht gespielt. Ah, ja. Also gebe ich dir recht tatsächlich, weil dieses Sportartspezifische, das antizipierst du anders, auch dann beim Kommentieren, wenn du es selber gemacht hast, wie bei einer Sportart, die du halt schon auch gut kennst, aber trotzdem nicht selber gespielt hast. Aber ich finde es total wichtig, dass jetzt so viele Frauen das machen wollen. Ja, und ich finde es echt toll und mutig. Ich würde mir wünschen, dass die einfach auch ihr Ding durchziehen, ne? Und nicht sich an den vielen Männern orientieren und denken, es muss jetzt genauso klingen, wie wenn es ein Mann kommentiert. Ich finde, die können ruhig so selbstbewusst sein und sagen, das ist mein eigener Stil, wie es zum Beispiel bei Beiträgen ja auch ist. Da klingt es ja auch alles anders und jeder hat einen anderen Ansatz und eine Frau muss nicht 1,30 lang Tor schreien, wie vielleicht manche Männer, sondern die sollen einfach ihr eigenes Ding machen und
dann bin ich davon überzeugt, dass es auch gut klingt. Und es gibt ja auch jetzt schon absolut, also viele, ich hab, die das richtig toll machen. Ich habe die jetzt nicht mit Namen alle parat, aber sind regelmäßig eben in der Schlusskonferenz dabei. Und die machen das super. Also ich bin sowieso so ein Fußball-Radio-Fan. Ich höre mir das teilweise lieber an wie Fernsehbilder, wenn Champions League ist. Ich höre mir lieber auch einen Kollege von dir, André Siems, an, als dass ich mir die Sky-Übertragung anschaue. Also mache ich tatsächlich ganz bewusst. Insofern bin ich da Radio-Fan. Zurück zur Nationalmannschaft. Das wurde gerade in den letzten Jahren oft als abgespaced beschrieben. Ist es das? Also ist das so distanziert? Hat sich dieser ganze Nationalmannschaftsbetrieb tatsächlich irgendwie so von allem entfernt, was man so als normal bezeichnet? Damit hat ja der Fußball generell ein bisschen ein Problem gerade. Thema Super League. Auch die Champions League-Reform ist da nicht viel besser. Da weiß ich auch noch nicht genau, ob da schon ausgemacht ist, wer der Böse ist generell. Ja. Also der Fußball ist im Gespräch, in der Kritik auch. Ist es deine Feststellung, dass das sich auch von euch vielleicht, von den Journalisten entfernt hat, das Ganze? Naja, es ist schon schwieriger geworden. Ne? Aber ja, durch Corona jetzt natürlich noch mal mehr. Manchmal denke ich mir, vielleicht ist es den Vereinen und auch der Nationalmannschaft gar nicht so unrecht, dass sie jetzt die ganzen Journalisten so ein bisschen auf Abstand halten. Ja, ist natürlich schade, weil wenn du mal die Möglichkeit hast, so ein 1:1-Interview nicht auf der Pressekonferenz, sondern einfach in einem anderen Ambiente zu führen, dann kriegst du natürlich auch andere Informationen. Ist ja auch für den Spieler ganz anders, ob er da jetzt sitzt und weiß, ihm hören 50 oder 100 Leute zu oder womöglich wird es noch live übertragen, diese Pressekonferenz. Dann überlegt er sich auch genauer, wie er es jetzt formuliert, als in so einem 1:1-Interview. Ja, früher gab es natürlich viel mehr Möglichkeiten, nochmal beim Training, ganzes Training sich anzuschauen oder wenn die so Charity-Aktionen gemacht haben, irgendwelche Kindergärten besucht haben oder sowas. Das findet halt momentan einfach gar nicht statt. Aber ich glaube, dieses Problem, dass man immer so sagt, ja, die Nationalmannschaft hat sich von den Fans entfernt. Ja, gebe ich recht. Natürlich kommt jetzt da auch dazu, dass gar keine Fans im Stadion sein können. Für andere ist es vielleicht gut. Ich weiß nicht, ob der Club in der aktuellen Lage, wie das ausgegangen wäre, wenn da Fans im Stadion richtig gewesen wären. Aber gut, jetzt ist es so und vielleicht ist ja nächste Saison schon wieder alles anders. Sondern es gibt Leute, die sagen, die sind gespannt, wie Spieler reagieren, wenn wieder die Zuschauer da sind. Wenn die jetzt seit anderthalb Jahren dran gewöhnt waren, ohne zu spielen und das ist deren Beruf, die gewöhnen sich da ganz schnell dran, die haben da eigenen Rhythmus. Und wenn dann plötzlich die Ersten wieder da sind, die pfeifen oder unflätig reinschreien oder so, dann entsteht auch wieder Unsicherheit. Du hast es angesprochen bei Vereinen, die im Abstiegskampf sich befinden oder anderweitig Probleme haben. Da entsteht ja eine eigene Gemengelage. Also das wird schon sicher wieder auch spannend, diese Umstellung. Wobei es natürlich trotzdem nichts von dieser Hoffnung nimmt, dass hoffentlich bald wieder Menschen dabei sein dürfen, egal bei welchen Sportarten, egal ob in Hallen, in Stadien oder hier Challenge Rot, hatten wir auch da den Felix. Bei dem hängt es ja dran, ob die ganze Veranstaltung stattfindet oder nicht. Also von daher, das wäre schon wichtig, glaube ich, generell. Ich meine, die Fußballer müssen sich, finde ich, schon auch bewusst machen, die verdienen ja, sage ich mal, auch so viel Geld damit, weil so viele Leute sich dafür interessieren. Und deswegen, finde ich, haben sie schon eine Verpflichtung, sich da auch ein bisschen Zeit zu nehmen, für ihre Fans da zu sein, ein bisschen was von sich preiszugeben. Das gehört einfach dazu. In den USA ist das ganz normal, in der NBA zum Beispiel oder so. Wie du wahrscheinlich auch, war ich früher und bin es eigentlich immer noch regelmäßiger Blickpunkt-Sport-Gucker. Sonntag, früher war es Montag. Und da war man halt so typisch, wenn der Bayern-Nachbericht oder auch der Club-Nachbericht kam, da hat man den Spieler gekriegt, da konnte mit dem mal irgendwie auf die Burg gehen oder in Zoo oder so. Also man hatte den mal einen halben Tag. Und war mit dem dann, wenn man so will, auch alleine. Ja. Schwierig, sehr schwierig. Und konnte sich so ein bisschen vortasten. Wie gesagt, lassen wir mal das Corona-Thema weg. Aber das geht ja gar nicht mehr. Ne? Oder solche Geschichten, wie man gehört hat, weiß ich so, Rubenbauer, Hartmann, Beckmann, Geschichten von der WM 90, dass die quasi mit demselben Quartier waren, dass es alles ganz eng war. Das findet ja so nicht mehr statt.
Nee, aber ich glaube, dass da auch wirklich Social Media eine große Rolle spielt, weil einfach die Vereine selbst diese exklusiven Infos ja veröffentlichen. Ja, und die brauchen nicht mehr unbedingt die Medien dafür. Ja, dann aber ja irgendwie doch. Also ganz abschreiben kann man die Medien ja noch nicht. Ich meine, die haben ja auch eine, sag ich mal, informierende Rolle und müssen auch mal nicht nur durch die Vereinsbrille das Ganze sehen. Und von daher bin ich echt selbst gespannt, wie sich das entwickelt. Wenn ihr Sendungen plant, über Inhalte spricht in der Redaktion, nehmt ihr das eben schon als Konkurrenz wahr? Diese, also letztendlich sind ja ganz, ganz viele Vereine, gerade im Fußball, schon wie so ein eigenes Medienhaus. Ja? Die haben einen Fernsehkanal in irgendeiner Form, machen Social Media, bringen Textberichte auf der Webseite. Also das ist Trimedialität vom Feinsten sozusagen, wie sie der BR auch macht und umsetzt. Nehmt ihr das als Konkurrenz wahr? Als Konkurrenz würde ich es jetzt nicht nennen, aber als Informationsgrundlage, ne? Natürlich hat sich das verändert. Mittlerweile kann sich ja minütlich, kann irgendwie jemand irgendwo was posten, was dann von wesentlicher Bedeutung ist. Deswegen finde ich, ist auch die Pflicht von jedem Reporter oder Journalisten, dass er einen Zugang, Instagram-Zugang hat oder Facebook oder Twitter. Gehört dazu sozusagen zur Bandbreite, über die man sich einen Überblick verschaffen muss. Eine Frage habe ich noch zur Nationalmannschaft. Du hast auch alles erlebt, kann man sagen. Du warst in Brasilien mit dabei auch? Ja, auf der schönen Insel. Da waren wir übrigens ganz nah an der Mannschaft dran. Wenn man auf derselben Insel war, war man das quasi automatisch sozusagen. Genau. Ja. Und dann gab es, das war mir jetzt so gar nicht bewusst, hast du, bevor wir hier die Aufzeichnung begonnen haben, gesagt, sozusagen als brutalen Einschlag, du warst in Paris dabei, bei dem Länderspiel gegen Frankreich, als dann parallel dieser Terroranschlag war. Das waren so, sagen wir mal, das war oben und unten, kann man sagen. Ja. Ist das genau so? Waren das die beiden Highs und Lows? Also Brasilien war natürlich ein absolutes Highlight, was einem jetzt noch viel mehr bewusst wird, weil ich mir natürlich jetzt denke, ob ich das nochmal erlebe, dass Deutschland Weltmeister wird. In Russland sind wir mit großen Ambitionen hingefahren, da waren dann nach 3 Wochen wieder daheim. Brasilien war einfach der Wahnsinn. Es war einfach wirklich so im Nachhinein, da gab es ja auch noch überhaupt kein Corona und nichts. Und auf dieser Insel da mit dieser Fähre immer über den Fluss, da gab es ja nichts auf dieser Insel. Also nur ganz einfache Zimmer, aber natürlich ein mega Strand. Ich fand das perfekt. Man konnte kein Geld ausgeben, man war nicht abgelenkt. Es gab nur Pressekonferenz, Arbeitscontainer und Strand und die Mannschaft. Und dann natürlich das Highlight, die Spiele. Die Umweltbilanz ist das einzig Negative, was wir da rumfliegen mussten. Das war auch der Wahnsinn. Aber da hatte ich so das Gefühl, da bist du halt echt auch einem Spieler mal begegnet. Wenn du früh am Strand entlang gejoggt bist, waren die da ja auch, ja? Und das war ja auch okay. Und da hatte ich so das Gefühl, ja, die fanden es auch ganz witzig, uns dann da zu sehen. Aber natürlich war das so ein Kodex. Du hast die nicht angesprochen, außer mal so Hi gesagt, aber jetzt nicht angefangen, da irgendwelche Infos oder so rauszukitzeln. Aber das war für uns ja auch schon eine Information, wenn du weißt, Manuel Neuer hat sich am Strand gesonnt, er wirkte entspannt vor dem Spiel morgen gegen, weiß ich, Frankreich. Hat ja auch Aussagekraft, wenn man das beobachtet sozusagen. Ja, und dass sie dann natürlich Weltmeister geworden sind, das war natürlich echt irre. Ich erinnere mich noch, dass wir dann da eben, ich bin dann zu diesem Hotel gefahren, wo die gewohnt haben in Rio, und da war alles drunter und drüber, Sicherheitsschleusen, alles hat versagt. Wir waren dann da irgendwie mittendrin und ist einfach ein historisches Ereignis, und dass man da dabei sein durfte, ist echt super viel wert. Wenn man in der globalen Sportart Nummer 1 Fußball-Weltmeister werden möchte, dann muss irgendwie alles zusammenpassen. Ja. Da muss ein Quartier passen, die Stimmung in der Mannschaft muss stimmen, die Leistung muss stimmen. Und es muss sicherlich auch alles, was drumherum ist, auch Medien, es muss sozusagen ein gewisser Kanon sein. Sonst, wenn irgendwas da nicht stimmt, klappt das nicht. Russland hast du angesprochen, da waren irgendwie die Medien schon von vornherein, zum Beispiel auf Meckern irgendwie. Das ging schon, bevor die angekommen sind. Scheiß Quartier, irgendwie weit ab, wie ist es, ich weiß schon gar nicht mehr, irgendwo Batu,
Tinky. Genau, so ist es richtig. Also das ist ganz komisch und offensichtlich merkt man das auch, wenn man sozusagen in dieser, ich sage jetzt mal, in dieser Blase irgendwie drin ist, merkt man da, dass da was entsteht? Ja, irgendwie hat es von Anfang an nicht gepasst und ich würde nicht sagen, dass es an Russland liegt, weil zum Beispiel der Confed Cup, der war ja ein Jahr davor oder zwei Jahre davor, da lief es ja auch perfekt, da sind die ja Confed Cup-Sieger geworden, diese junge Mannschaft. Und da war eine ganz andere Stimmung, obwohl es in Russland war. Aber da war natürlich wirklich, damals haben sie in Sochi gewohnt, war auch wieder irgendwie so ein bisschen Brasilien-Feeling mit Strand und schönem Wetter. Und Vatutinki war halt einfach echt, es war halt einfach sehr strange und gewöhnungsbedürftig. Ja, ja. Es war echt ein komisches Quartier und ja, ich glaube wirklich, es ist ein Mannschaftssport und wenn du es nicht schaffst, diesen Teamgeist heraufzubeschwören, der dann vielleicht wirklich noch viel mehr Team mit umfasst als diese Mannschaft, die auf dem Platz steht, dann ist es schwierig und kann schon in der Vorrunde vorbei also, sein. Wenn man nah dran ist, kann man das feststellen. Ich hatte sozusagen das Vergnügen, in dem FCN-Aufstiegsjahr dabei zu sein, sehr nah. Ja, da entsteht auch sowas. Und es ist ein ganz sensibles Ding, ja. Und da sind auch alle so, da entsteht ein gewisser Aberglaube, so jetzt bloß nicht irgendwie da einen Meter links und rechts, weil sonst kommen wir vielleicht vom Weg ab und so. Genau. Das ist irgendwie, da entstehen ganz komische Dinge, aber also komisch im Sinne von einer gewissen Vorsicht. Man will nicht, dass man da runterfällt oder runterkommt von dieser Welle. Das ist so ein strange Ding. Aber es ist auch so, ich kann mich echt noch erinnern, dass ich vor diesem Finale Jogi Löw interviewt habe. Und dann war dieses Interview zu Ende, ne? Und ich war irgendwie die letzte Frage, ja, in Deutschland starten schon die Vorbereitungen für die große Partynacht und so, ja. Und dann war das Interview zu Ende und er sagte mir, machen Sie sich mal keine Gedanken. Wir schaffen das. Und ich bin da zurückgegangen zu meinen Kollegen. Ich so, ey Leute, der Yogi hat gesagt, macht euch keine Gedanken, die schaffen das. Ne? Und dann war ich im Stadion und ich so, was soll denn das jetzt hier? Jetzt ist schon Nachspielzeit. Der hat doch gesagt, die schaffen das. Aber ich glaube, ja, du brauchst auch diesen Glauben. Und dann... Dann funktioniert das auch. Aber es kommt eben halt nicht alle vier Jahre vor, sondern selten. Ne? Der letzte Titel davor war 1990. Oder? Habe ich einen vergessen? Nee, ne? Also da waren dann schon 24 Jahre dazwischen. Das ist eben, wie gesagt, nicht alltäglich und das geht der anderen Nationen auch so. Also ich bin ein bisschen neidisch, dass du da dabei sein durftest. Hat nicht jeder sozusagen auf der Abhakliste. Du hast es schon geschafft. Mich interessiert. Ich war ja übrigens auch, das war ja 7 Wochen, ne? War schon eine mega lange Zeit. Bist dann ja auch von deiner Familie weg, von den Kindern. Aber mein Mann hat damals 100 Euro auf Deutschland wird Weltmeister gesetzt. Ernsthaft? Okay. Er hat mich noch in der Nacht angerufen. Wie war die Quote dann? Ich glaube, es war eine 7er-Quote. Er hat sich gedacht, wenn sie schon so lange weg ist und ich hier die ganze Arbeit alleine daheim habe, dann muss sich wenigstens lohnen. Und ich meine, das konnte ja auch damals in der Vorrunde noch keiner wissen. Und so dieses Algerien-Spiel war schon so ein bisschen Knackpunkt. Klar. Er hätte es auch vorbei sein können, schnell. Richtig. Und da waren auch schmutzig. Ich habe das als schmutzigen Sieg gegen Frankreich, dieses 1-0, ja, wo du wirklich so dich auch so raus durchgemogelt hast und so. Aber ja, dann Brasilien war überragend, das Halbfinale und natürlich auch das Finale Argentinien. Ja. Da, zwei der besten Fußballspiele, die ich jemals gesehen habe, muss ich sagen. Also wie gesagt, du konntest dabei sein. Ich kenne übrigens auch persönlich einen Kameramann, der gedreht hat, Marc Leistl, den könntest du auch kennen. Ach ja, den kenne ich auch, ja. Der ist ja hier, wohnte lange Zeit in Nürnberg, dreht hier auch hin und wieder mal beim Club für Sportcast, diese Bundesliga-Produktionsfirma, die Bundesliga-Bilder produziert. Der war auch in Brasilien und hat da sozusagen die Bilder gemacht, die wir alle sehen konnten. Hat auch sehr, sehr spannende Geschichten auf Lager, der Marc. Und das habe ich ihn auch gefragt in einem anderen Interview. Wie bist du zu deinem Beruf gekommen? Also du hast gesagt, du warst selber Sportlerin. Volontariat haben wir schon zwischendrin mal eingeflochten. Hast du studiert sozusagen? Gibt es, wenn jemand Sportreporter, Sportreporterin werden möchte, wie geht das? Wie macht man das? Oder ist es auch ein bisschen Glück? Also ich bin irgendwie ein Mensch, ich habe mir nie irgendwie ein Ziel gesetzt und habe das dann so total strikt verfolgt. So ein bisschen muss man auch dem Zufall die Chance lassen. Ich wusste halt, dass ich gerne
was mit Medien machen möchte. Und nach dem Abi habe ich dann eben gleich die Chance bekommen, erst auf ein Praktikum und dann auf ein Volontariat und konnte das eben auch zur Hälfte in der Sportredaktion machen. Damals übrigens noch mit Oliver Brücken, der jetzt Pressesprecher bei Adidas ist. Und ja, nach diesem Volontariat, das war halt ein ganz kleiner Sender, es war toll, weil man da wirklich alles selber machen durfte, drehen, schneiden, Berichte moderieren, also man wurde da komplett, sag ich mal, ausgebildet oder zumindest durfte man die Arbeiten verrichten. Aber dann danach habe ich irgendwie schon gemerkt, jetzt ich war da ja auch noch total jung nach dem Abi und dann 20 war ich schon fertig. Und dann wollte ich studieren und da hatte aber irgendwie keinen Plan, wusste nicht was. Ja, irgendwas mit Sport, aber ich weiß nicht, ob Sportlehrer so das Richtige ist. Und dann muss man einen Sporttest machen in Bayern. Und da habe ich dann richtig drauf trainiert, weil ich mega Schiss hatte, dass ich in Schwimmen und Gerätturnen durchfall. Und ich kann auch nur jedem raten, wenn er diesen Test macht, bereitet euch echt richtig darauf vor, am besten mit irgendwelchen Sportstudenten. Und dann habe ich einen super Test hingelegt und habe damit quasi mein mittleres Abi von 2,5 ausgleichen können und habe einen Studienplatz in Bayreuth bekommen, Sportökonomie. Und das fand ich halt super, weil das ist eben nicht auf Lehramt gemünzt, sondern da hast du Sport, praktisch und theoretisch, Wirtschaft, Recht und eine Sprache. Ich habe damals, weil ich Englisch schon gut gesprochen habe, Italienisch genommen. Und also ich fand dieses Studium super, das kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Und daneben her habe ich dann halt schon angefangen zu arbeiten, was natürlich auch echt wichtig ist, die Praxis. Und wenn du so während dem Studium noch nicht so fixiert bist, kannst du auch einiges ausprobieren. Also ich war auch in Firmen, in der Marketingabteilung und habe dann halt festgestellt, nee, das will ich eigentlich auch nicht. Ich will irgendwie war ich mir dann danach noch viel sicherer als davor, dass ich beim Journalismus bleiben will und bin dann eben so dann mit Studium letztlich beim BR gelandet. Das war mir mit Bayreuth nicht bewusst. Also ich weiß gar nicht, ob ich das hier in einem Sportpodcast der Region Nürnberg sagen kann. Ich lebe ja in Bayreuth und ich habe mich auch mal für diesen Sportökonomie-Studiengang interessiert. Das war Mitte der 90er. Ich habe Abitur 95 gemacht und dann habe ich mich eben auch orientiert und habe mir da angeguckt, was da zu leisten ist. Mhm. Und ich habe mich dann dagegen entschieden. Okay. Aus genau diesen Gründen, die du erzählst, weil ich sage, schaffe ich nie, ja. Also Leichtathletik, das wäre okay und so. Ballsportart auch okay. Ja. Aber es ging um das Thema Schwimmen. Ja, ich habe da auch gekämpft. Aber Turnen. Ja. Ja. Und die Kippe musste drauf haben. Ja, und andere Sachen auch. Und ich hatte im Abitur, im Sportleistungskurs, die Geschichte muss ich erzählen, wir hatten Leistungsabnahme im Schwimmen, 400 Meter. Und ich habe mir vorgenommen, dass ich diese Strecke durchkraule. Habe ich nicht geschafft, ja, weil ich eben nicht vorher trainiert habe. Und Schwimmen ist eine ganz eigene Sportart. Da brauchst du andere Muskulatur, da werden andere Skills als bei sonst irgendwas draußen, Mannschaftssportart oder so. Und mir sind nach 200 Metern die Arme abgefallen und dann bin ich auf Brust umgestiegen. Okay. Und als ich dann aus dem Wasser raus musste, ich habe das gar nicht gemerkt, da waren die, also ich war so blau an der Reling, solange der Körper noch im Wasser war, ging das. Aber als ich mich dann hochgezogen habe, quasi, das Wasser macht ja leichter, als ich dann mein Körpergewicht gespürt habe, ich habe meine Arme nicht mehr gespürt. Ja. Und dann war mir schlecht. Also das war, und da habe ich mir gesagt, mit diesem Erlebnis im Hintergrund, kein Sporttest schwimmen an der Uni Bayreuth. Ich mache was anderes, habe ich Journalistik studiert in München. Später da, das war ohne Sport. Ja, also so viel dazu. Und ich kann sagen, Uni Bayreuth hat sich nicht nur für dich bewährt, da sind ja auch viele Leute, die dann eben auch im Sport gelandet sind. Du bist auf der berichtenden Seite. Andere, zum Beispiel Martin Bader hat da auch studiert. Genau. Tobias Barnesoll war mit mir in einem Semester. Max Müller hat in Bayreuth studiert. Also sind einige, ich glaube,
jetzt weiß ich, komme ich auch gerade nicht auf den Namen, irgendjemand, der, na, bei Schalke ist schwierig gerade, ne? Also irgendwie da in der Vorstandschaft ist auch in Bayreuth studiert. Okay. Also da sind schon ganz, ganz gute Leute, die da von der Uni runterkommen. Ja, ist halt eine kleine Uni, und aber da gibt es auch so dieses Teamgefühl, ne? Dadurch, dass halt jetzt Bayreuth ist wunderschön, aber es gibt jetzt halt nicht so viel abends zum Weggehen und so. Kann man sich voll auf Inhalte konzentrieren. Genau, oder man trifft eben die Menschen sowieso in der Stadt irgendwo. Aber ja, diesen einen Weg, den gibt's, glaube ich, nicht. Also ich würde jedem raten, irgendwas zu studieren, was einem persönlich Spaß macht, und möglichst viel auszuprobieren und sich nicht zu sehr auf irgendwas zu versteifen, sondern einfach so ein bisschen auch das Leben laufen lassen und dann... Würdest du guten Gewissens jemand raten, den Beruf, muss jetzt gar nicht unbedingt Sport sein, aber den Medienberuf zu ergreifen? Es gibt ganz tolle Sachen, wir haben jetzt ganz viel davon besprochen, was man da erleben kann. Es gibt aber auch, sagen wir mal, schon problematische Dinge einfach. Also es ist jetzt nicht der sicherste Job auf dieser Welt. Je nachdem, wo man landet, ist es jetzt nicht mehr auch unbedingt der bestbezahlteste. Früher war das alles so, ja. Da gab es Tarifverträge und so weiter und so fort. Das ist alles, fragiler geworden, ja. Ist natürlich schwierig. Ich meine, gerade im Sport kommen immer die Rechte dazu. Das kann sich dann jeweils immer ändern. Was ist, wenn auf einmal der Sender, für den du arbeitest, die Rechte nicht mehr hat? Zack, sind alle Arbeitsmöglichkeiten weg. Also ja, ich arbeite zum Glück auch zur Hälfte aktuell. Von daher finde ich das zum Beispiel auch wichtig, weil wenn du so nur in diesem Sport, da stelle ich so fest, dann schleift sich auch so eine Sprache ein, benutzt immer dieselben Wörter, und wenn du so gezwungen bist, auch über andere Sachen mal was Politisches, mal über Aktuelles oder Wirtschaftliches. So die Mischung, die finde ich halt toll an unserem Beruf. Ja, ist richtig. Also schon allein, wenn wir beim Sport bleiben, die unterschiedlichen Sportarten. Und wenn man dann, ich mache auch andere Sachen noch, wenn man da noch einen Wechsel drin hat, dann ist das auch, sagen wir mal, erhellend auch durchaus. Und bereichern, ne? Wenn man, manchmal kann man sozusagen Anleihen finden, vielleicht so rum oder so rum, ne? Für die jeweilige Berichterstattung. Ja, alles sehr spannend. Das wäre meine letzte Frage. Also wenn eins deiner Kinder sagen würde, Mama, ich will in die Medien, würdest du sagen, kannst schon machen. Oder würdest du sagen, bloß nicht. Nee, ich würde sie schon alle versuchen zu unterstützen. Ich glaube, niemand kann auch vorhersehen, wie das jetzt in 10 Jahren dieser Beruf aussehen wird. Ne? Ich glaube, dass er echt in einem krassen Wandel ist. Aber das Wichtigste ist ja, dass es einem Spaß macht. Und wenn man mit Herzblut dabei ist und wenn einen das erfüllt, dann wiegt es ja auch schon total viel, auch wenn es vielleicht dann den einen oder anderen Nachteil auch mit sich bringt oder nicht mehr so angesehen ist wie früher. Also spannend, was die mal werden. Ich habe ja 4 Kinder. Ja, ist alles dabei. Ich habe gesagt, 4 Chancen. Genau. Mir wäre es am liebsten, einer würde irgendwie Elektriker werden, der andere Arzt und dann vielleicht noch so ein Steuerberater oder so, dann wäre alles abgedeckt. Aber ich bezweifle, dass sie auf mich hören werden. Wer weiß, vielleicht kommt das so. Eine habe ich doch noch. Fußball, letzte Frage. Club Kleeblatt. Ja? Mhm. Also Club ist, kann man sagen, hat die Klasse erhalten. Wir zeichnen Mittwoch auf, wir sind Dienstag, in dem Fall Dienstag, wir sind vor dem Kiel-Spiel, müssen wir sagen, wenn ausgestrahlt wird es nach dem Kiel-Spiel, dann hat es vielleicht schon gereicht, aber aus Stand heutiger Sicht Club quasi Klassenerhalt so gut wie sicher. Legen wir uns jetzt fest. Legen wir uns jetzt fest, das legen wir beide fest. Ist auch wichtig, glaube ich, denn sonst würde da einiges ins Wanken geraten. Ne? Wenn das so ein Herzschlag-Spiel wie letzte Saison, das will, glaube ich, so spannend und schön es ist, nicht nochmal jemand hier rund um Nürnberg erleben. Das sehe ich auch so, und das haben sie jetzt sich 2, 3 Spieltage vor dem Ende haben sie es quasi geschafft. Wir haben es festgelegt jetzt, wir beide. Und dann haben wir noch das Kleeblatt, das noch immer die Möglichkeit hat, in der kommenden Saison eine Liga höher zu spielen. Das wäre der Wahnsinn. Also ich kann mich noch gut an die Aufstiegsfeier erinnern vor 9 Jahren, ich glaube vor 9 Jahren war es, würde mich total freuen für die Fürther, weil die echt einen bezaubernden Fußball spielen diese Saison, und
auch noch die armen Fürth-Fans noch nie in ihrem eigenen Stadion in der ersten Liga einen Sieg bejubeln konnten. Und das, finde ich, haben sie auf jeden Fall verdient. Die haben ja echt eine ganze Saison gespielt, ohne einen Heimsieg zu landen. Das war mir zum Beispiel auch nicht bewusst, ja. Aber ich glaub's dir sofort. Es war so, weil ich war öfter im Stadion und ich weiß, dass ich immer nur Niederlagen zu berichten hatte. Also das würde ich ihnen schon zutrauen. Und außerdem spielen die echt also einen super guten Fußball. Und außerdem, ja, ein Erstligist hier in der Region, das wäre schon toll. Das Kleeblatt wird uns verzeihen, wenn wir uns da jetzt noch nicht festlegen. Das können wir uns nee, auch aber der Club könnte ja helfen. Ja. Ne? Das ist ja tricky. So bitter das für den ein oder anderen Club-Fan ist. Aber Schauen wir mal. Wenn die, ich weiß nicht, die spielen noch was gegen Bochum, Hamburg und Hannover. Das ist das Club. Genau, also und Kiel halt. Könnten die direkt Greuther Fürth nach oben schießen. Ja, dann auf geht's. Genau. In diesem Sinne, Julia Büchler, ganz lieben Dank fürs Dasein. Und also super spannend, sehr auskunftsfreudig. Wie war es jetzt, die zu beantworten? Jetzt ist die sehr, du hast es geschafft. Ich habe nicht groß drüber nachgedacht, habe ja auch kaum Gegenfragen gestellt. Also alles super. Vielen Dank. Hättest du übrigens gerne machen können, dann hätte ich geantwortet, wie auch immer. Also danke dir fürs Dasein. Nächste Woche, selbe Stelle, selbe Welle. Wenn ich es richtig erinnere, haben wir nächste Woche die Boxerin Marie Retzer hier. Und das wäre dann die Folge 10, die erste im Mai. Und auch das, da muss ich aufpassen, dass ich keins auf die Nase kriege. Ich wollte gerade sagen, der Sicherheitsabstand ist ja gewahrt. Also ihr dürft gerne wieder einschalten. Ich hoffe, heute, diesmal hattet ihr Spaß. Bis zum nächsten Mal und Servus.